Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Rebirth im Afterbirth DLC. Und ich habe keine Ahnung, was wir heute machen. Das heißt, wir schauen erstmal durch. Ich denke, wir gehen auf Satan Kills. Das fehlt uns tatsächlich nur noch mit Lazarus und Magdalene. Da wir gestern ja erfolgreich mit Lilith direkt Satan besiegt hatten und fast sogar The Lamp. Okay. Wir sparen uns das mal auf. Das ist ein Milchkrug. Der funktioniert ähnlich wie das Holy Water. Im Prinzip lässt er eine Pfütze fallen, die dann Leute, die Gegner damaged. Eventuell würde ich das gerne aufsparen. Vielleicht kriegen wir eine Münze. Vielleicht kommt was Besseres bei raus. Wir haben sogar einmal Regenbogenkacke. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das heißt, wir können uns einmal voll heilen in diesem Raum. Wenn wir das denn bräuchten. Ja, komm schon. Ein Schlüssel. Sehr gut. Für die nächste Ebene direkt. Spinne. Spinne. Ah, ein goldener Schlüssel. Kann man den Shop einfach öffnen. Haben wir ja eh nichts zu verlieren. Schöne Sachen gibt's hier, aber für eine Münze kann man sowieso nichts leisten. Fliegen, fliegen, fliegen. Ei, ei, ei. Okay. Wir haben eine Münze. Vielleicht kriegen wir ein besseres Item. Mal schauen. Nein. Okay. Wir nehmen ihn auf jeden Fall mit. Also liegen lassen werde ich ihn ganz sicher nicht. Gemini. Oh. Der Kampf ist relativ easy eigentlich. Wir sind schnell genug, um ihm auszuweichen. Jetzt müssen wir auf den Kleinen aufpassen. Der jetzt dann relativ bald losgelöst werden dürfte. Weil wir den Großen der Zwillinge gleich besiegt haben. Genau. Jetzt, wenn wir es richtig machen, dann könnten wir ihn mehr oder weniger stunlocken. Aber wir machen es gerade nicht richtig. Oh. Na komm halt. Normalerweise kannst du ihn so treffen, dass er nicht mehr vorwärts kommt. Okay, das war jetzt wieder sehr schlau. Range up ist nicht so verkehrt. Wir gehen weiter. Wir haben in der Ebene nichts mehr verloren. Wir haben goldene Schlüssel zwar liegen lassen müssen, aber egal. Wir suchen auf jeden Fall hier wieder den Shop. Nicht den Shop, den Item drauf. Ja. Komm schon. Wir machen halt leider mit Magdalene nicht so viel Damage, wie es mir lieb wäre. Mein Lieblingschar an sich ist ja eigentlich entweder Azazel oder Judas. Einfach aufgrund des Space Damage, die beiden haben. Jo. Okay. Hier ist nix. Hier ist auch. Alter. Wir haben leider keine Bombe. Okay, eine weniger. Zwei weniger. Und alles weg. Und der Itemraum ist definitiv hier drüben. Da haben wir ihn ja. Ein paar Feuer noch ausmachen. Wer weiß, vielleicht gibt es ja schöne Münzen oder sowas. Nein. Oh! Pyro! 99 Bomben. Oh! okay. Dann gehen wir doch mal gleich in den Secret Room und nehmen uns noch 9 Münzen mit.
Was mich interessieren würde, können wir uns noch ein Item? Nö, okay. Wenn man so auswählt, vielleicht spawnt ja ein neues. Wer weiß. Vielleicht hatten wir auch kein Glück und es spawnt wirklich ein neues. Aber ich will keine neuen Münzen jetzt dafür riskieren. Ja, jetzt haben wir natürlich 99 oder mittlerweile nur noch 98 Bomben. Das heißt natürlich auch, dass wir hier auf jeden Fall eine herlegen können. Und uns die zwei Solats mitnehmen können. Wow. Okay. Ja, dann gehen wir doch zum Boss. Monstro! Okay, die Milch damage die Gegner gar nicht. So, was ist die denn dann gut? Oh, wahrscheinlich, solange wir in der Milch stehen, haben wir irgendeinen Buff oder irgendwie sowas. Das kann ich mir sogar echt gut vorstellen. Monstro, komm schon. Na komm. Danke. Und wir kriegen eine Spritze. All Stats up, denn Shuffles. Oh Gott. Oh Gott, das war vielleicht nicht so schlau. Ah, oh Gott. Das war... Unsere Tiere sind absolut am Arsch. Oh Gott. Das ist gar nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. Wir nehmen auf jeden Fall beides mit. Das ist gar nicht so gut. Shit. Ah, wir gehen weiter. Caves 1. Wir machen halt nicht mal richtig Damage. Das ist das Schlimmste. Na komm! Noch ein Schlüssel. Da wäre noch ein Schlüssel. Au. Pheromones, ganz große Klasse. Oh Mann. Das kann sich jetzt ein bisschen hinziehen, habe ich so das Gefühl. Aber wir sind halt, ich sag mal, relativ schnell. Dafür, dass wir so langsam mit Rennen schießen. Oh Mann, ohne Witz. Ach, oh, das kann ja ewig dauern. Für die Tränen alleine die Maden aushalten. Krass. Okay, wir haben so viele Bomben, ganz ehrlich. Dass wir uns das lockerst leisten können. The Fool und ein paar Münzen. Die Bombe hätten wir nicht gebraucht, aber die Münzen sind nicht schlecht. Oh, hier ist auch wieder gar nichts mehr. Gut, dass sich das nur um Stunden handeln kann, nicht wahr? Noch ein Schlüssel. Das ist allerdings ganz gut. Ich riskiere das hier drüben mal.
hat sich wirklich gelohnt. Wir gehen in den Shop, wenn wir ihn finden, auf jeden Fall. Ah, der war da oben. Okay. Ach nein, ich wollte. Kriegen wir jetzt Damage ab, solange wir hier drin stehen? Es sieht. Ich weiß es nicht. Hier ist auch kein Item rum. Ganz große Klasse. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Gehen dann später nach rechts zum Item Room. Und hier in den Shop. Und nehmen uns den Converter. Damit können wir Soul Hearts in permanente Herzen konvertieren. Wenn ich mich richtig erinnere, sind das 2 Soul Hearts in einen Herzcontainer. Das halbiert zwar unser Leben, aber erhöht halt unser permanentes Leben um 1. Das ist halt echt nicht schlecht, aber dazu brauchen wir halt erstmal Soul Hearts. Alter! Ja, so viel zu den Soul Hearts, nicht wahr? Danke. Es spawnt irgendwo ein Skelett aus euch raus. Ich warne euch. Okay. Wow! Das Book of Seven Sins. Es lohnt sich ja fast. Nichts. Ich bleib mal beim Soul Converter. Vielleicht haben wir ja Glück. Weil das sind wieder die Herzen, die wir in die Teufels-Items stecken können. Ja, mal schauen. Mega Fatty! Das wird ein langer Kampf. Au. Ja, genau, in dem Moment springt er natürlich wieder weg. Und so viele Bomben, das können wir tatsächlich ausnutzen. Um den Kampf ein bisschen zu beschleunigen. Ah! Das waren jetzt 8 Bomben. Dafür. Ja, das passt schon. 7 Bomben war es. 7 Bomben, dafür haben wir ihn schneller down gekriegt. Das ist ganz okay. Oh, wirklich? Nein, in so einem kleinen Raum? Ich darf die Feuer nicht löschen, die helfen uns. Okay. Trollbombe auch ausgewichen. Erfolgreich. Halbes Herz Schaden ist okay. Wir haben leider nichts dafür gekriegt. Nicht wirklich. Ach du Heiliger! Wow. Der blinkt grün. Das ist nicht normal. Alter! Die Tiere sind ja echt eine Katastrophe. Ich hätte gerne Krebs. Das würde unsere Tier-Stats verdoppeln. Oder das müsste es drastisch erhöhen. Das Trinket Cancer, you know? Jetzt hat der grün geblinkt und hat sich wieder zurückverwandelt in so ein normales Ding, als wir ihn getötet haben. Okay. Jetzt bloß noch die eine Spinne da, die wird wieder grauenvoll treffen zu sein. Okay. Gut, wo gehen wir denn hin? Gehen wir nach links.
In einen Raum, wo nichts drin ist. Ah, sehr gut. Okay. Wo könnte denn... Ja, das war sehr dämlich. Das war sehr, sehr dämlich. Okay. Ich zähle nämlich bezüglich des Soul Hearts auf unser Sweet Suffering Item. Auf die Maske, weil wir ja Soul Hearts kriegen, wenn wir Schaden kriegen. Ace of Spades. Wir kriegen mehr Kartendrops. Das ist nicht das beste Trinket, das wir kriegen können. Vor allem nicht in unserer Situation. Aber es ist immerhin kein schlechtes. Mit den Karten können wir zum Beispiel The Hierophant kriegen. Und das heißt, ein Pfund ist jetzt mehr. Was ja nicht schlecht ist. Würde ich mal stark behaupten. Balls of Steel sein. Oder aber auch sowas. Das geht natürlich auch. Okay. 8 Münzen, wir haben nur noch einen Schlüssel. Den würde ich sehr gerne für den Itemraum eigentlich ausgeben. Oh Gott. Wie soll das denn jetzt gehen? Gar nicht, alles klar. Zack, und wir kriegen... Ist das Bloody Lust? Anemic Toxic Blood. Okay. Ich weiß es noch nicht so genau. Aber wahrscheinlich... Nahkampfschaden und wir vergiften den Gegner oder irgendwie sowas. Hm. Gut, gehen wir zum Bosskampf. The Fallen. Das heißt, wir kriegen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein Satan-Item. Was ja im ersten Moment nicht so schlecht ist. Da kann gutes Zeug dabei sein. Unter anderem vielleicht so ein Mega-Damage-Up-Item. Wie The Pack oder das Pentagramm. Schade, schade, aua, verpiss dich. Ah. Ja, machen so wenig Damage und sind so langsam im Vergleich. Na komm, jetzt aber... Den Dark Bum. Den lasse ich mir sogar eingehen. Oh nein. Oh. Das war definitiv knapper, als es sein sollte. Na, hol das halbe Herz. Jetzt hätte ich halt noch gern einen Soul Hearts. Okay. Das war jetzt Risiko, schade. Nein! Oh. Ich hasse solche Räume. Ich kann mir das nie merken. Wir haben mal jetzt nur zwei rote Herzen. Der Run ist leider ab dem Punkt, wo wir
die Spritze gekriegt haben und so wirklich eine schlechte Feuerrate gekriegt haben, leider zum Scheitern verurteilt. Das kann sich zwar jetzt rausziehen. Okay, jetzt weiß ich immerhin, was unser Item bringt. Wenn wir getroffen sind, da lassen wir eine Blutspur. Das kann sich hier nur um Stunden handeln, bis wir hier in irgendeiner Weise vorankommen. Gibt's ja nicht. Jetzt bin ich am Loch festgehangen. Alter, ohne Witz. So, du bitte noch. Komm her. Sieh mich. Nein, oh. Justice! Nimm das Herz, gib mir ein Soul Heart. Nicht spinnen, gib mir doch ein Herz. Mann. Jetzt habe ich schon gefreut, dass wir uns wenigstens einen Herzcontainer erspielt hätten, aber nein. Oh, komm schon. Ja, also Bomben brauchen wir nun wirklich nicht. Wirklich nicht. Wir könnten sie raussprengen, aber... Das kann nicht wahr sein. Der Spider-Butt. Nein, ich denke nicht. Nein, ich denke auch nicht. Das kenne ich nicht. Curse of the Tower. You feel cursed. Bitte? Das hätte jetzt auch was Gutes sein können. Aber gut, was beschwere ich mich? Oh Gott. Ja, das wird unser Todesraum, habe ich so das Gefühl. Okay, ich habe Curse of the Tower schon verstanden. Es ist einfach... Wir lösen bei jedem Mal, wo wir Damage kriegen, den The Tower-Karteneffekt aus, was einen Haufen Bomben in der Mitte spawnt. Wow, okay. Der Effekt hat uns gerade den Run gerettet. Zumindest für diesen Raum. Oh nein, 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 nein. Lass mich doch in Ruhe. Vielen herzlichen Dank. Stirb. Stirb. Danke. Ah, hilft ja nichts. Der Boss und Brownie. Oh Gott. Oh Gott! So viele... Oh Gott! Au! Oh! Der war glücklich. Mom's Pearls, Range and Luck up. Ich hätte gern Tears ab, verdammt. Ist das denn zu viel verlangt? Mann. Wir hätten jetzt natürlich auch noch schlauerweise nach dem Secret Room oder so suchen können. Oh Gott. Ich mag den Effekt nicht wirklich. Ich habe immer Angst, mich selbst zu sprechen.
Ja, hätte es sein können. Komm, ein Skelett. Ah, ich hab's gewusst. Ah. Okay. Schlüssel. Wow. Oh, nee. Au. Nein, 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 nein. Ah, oh, sorry, kurz niesen müssen. Oh, oh Gott. Ah, shit. Nein. Wow. The Joker. Nein! Wie viel Pech kann man haben? Ich hab hier Elend nicht an den Bomben. Oh, komm schon! Wir teleportieren jetzt wirklich mit dem Joker zu Krampus. Warum? Ich wollte jetzt mitten in der Ebene ein Satan-Item absnacken, aber nein! Nein! Wir haben ja kein Glück und müssen gegen Krampus kämpfen. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ah, dieses... Weil wir so schlechte Tiers hatten. So wenig Damage und so langsame Tiers, das war extrem schwer. Und mich hat es wirklich gewundert, dass wir so weit gekommen sind. Trotzdem schade. Dennoch wünsche ich euch einen traumhaften Tag und wir sehen uns morgen wieder bei einer vielleicht neuen Folge The Binding of Isaac Rebirth. Bis dahin, euer Matze. Ciao.